Okay, ich bin zu dumm, um mir no copyright Musik zu suchen, deswegen sage ich hier Intro. Abonniert mich. Ciao. Hallo, meine lieben Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Asylum mit mir, eurem Jim. Zum Abfahrt, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe richtig gute Laune. Ich habe gerade übelst Bock auf das Game. Und daher würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wir haben Cash und diesen anderen nichtsnützigen Cop gerettet. Gut, Cash ist nicht wirklich nutzlos, aber dieser andere Typ völlig irrelevant. Kann man die eigentlich? Ah, schade. Okay, man hier durch. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Der ganze Armee. Der Vater. Wir sind auf jeden Fall erstmal falsch gelaufen, aber dickfett. Okay, hab ich mich aber ganz schön krass verlaufen. Ah, hier geht's gar nicht durch. Was bedeutet, wir müssen eh dadurch. Dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Okay, ganz kurzer Lag, das war das erste Mal, aber sonst Grafik und Lag-technisch. Nee, hier waren wir doch schon. Nee, es muss ja nur da durchgehen. Weil da geht's ja wieder raus. Hä? Okay, Leute. Ich habe das Spiel jetzt einen Tag nicht mehr gespielt. Kann sein, dass ich einfach gerade zu lost bin. Ah, da kommt man nicht durch. Das sieht man noch. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir da lang. Also Leute, entweder seht ihr mich jetzt wieder da hinten oder ihr seht mich jetzt hier an der Stelle. Weil wenn es die falsche Stelle war, dann mache ich einfach den Cut. Okay, Leute, es war anscheinend nicht da. Aber dann ist die große Frage, die ich mir halt gerade stelle. Wo soll es denn hier zur verdammelten Hölle sein? Ist auch gar nicht hier in diesem Floor, weil hier in dem Floor geht es nirgendwo weiter. Hier ist so diese Explosivwand und dann hier halt der Stromweg. So. Ah, ich glaube, wir können. Das geht doch, oder? Kann man das mit der Badlock kaputt machen? Nee. Gut. Ah, wir können aber durch eine Seite. Okay. Dann war ich einfach nur ganz kurz lost, weil wir können, glaube ich, durch den Eingang rechts, da können wir, glaube ich, auch durchs Büro rein. Hier ist Sicherheitsoffizier Cash. Wir sind in der Villa und sind bewaffneten Insassen begegnet. Bitte antworten. Ja. Okay. Dann loco mal loco hier. Du suchst jetzt die Aufzeichnungen, Bats. Na viel Glück. Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärztin bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus mir raus. Okay, ich hab's gewusst. Weil sonst wäre da kein Lüftungsschacht. Ganz zu schweigen von der Armee von Klaus, die da alles auseinandernehmen. Du oder so. Wieso gibst du nicht auf? Nein. Hallo? Ich und sterben! Ich bin kein Berliner, Leute. Aber ich sag einfach gerne ich einfach so, keine Ahnung. Ist ein cooles Wort. Also, gucken wir. Oh, hier geht's gar nicht durch. Was konnte ich denn hier machen? Ach, klettern. Ach da. Ich finde die Lüftungsschächte sind übelst gut gemacht. Natürlich in den weiteren Teilen sind sie viel besser gemacht. Aber hier jetzt in dem Remake finde ich das schon relativ gut gemacht.
Also gut, wir können einmal durch den Lüftungsschacht und hier weiter. Natürlich! Ja. Nerella-Trophäe! Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst... Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich hab... Hast du vor 10 Minuten gesagt? Du kannst es ihm sagen, ich werd's nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Du bist ein Idiot, Joker... Er ist hier! Pam, ihn erstmal ausknocken und die anderen Boys... Ah! Eis! Ach mal! Zack! Soll die Scheiße! Genauso wie du! Was denkst du eigentlich, wer du bist? Mann! Heilalala! Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier ist so ein Leichenhaus. Jo, Mucke, chill! Ich glaube, wir kriegen auch bald ein neues Item. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass wir bei Poison Ivy eins bekommen. Und es gibt noch irgendwann einen Kampf gegen Harley. Aber wann der kommt, habe ich keine Ahnung. Und daran merkt man halt, dass wir doch relativ am Anfang vom Game sind. Der Kampf kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Naja. Naja. So viele Gänge hier und Müll, so ist das. So, wie öffnet er erst? Okay. Da hat auf jeden Fall keinen. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Kettungen. Also ich schätze mal Kettungen. Mal sehen. Ich weiß nicht. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Super gut Mund bewegt. Detektivmodus. So. Hat sie irgendwas fallen gelassen? Eine Kaffeetasse, irgendein Karton, irgendwelche irgendwie hier DNA-Spuren. Also auf den ersten Blick finde ich der Meisterdetektiv 995 nichts Auffälliges hier im Territorium. Bin ich gerade einfach nur lost? Gibt nix? Oder Mucke ist komplett still und dieser kleine Autistenjunge versucht gerade ein Beweisstück zu finden. Also auf dem Boden gibt's rein gar nichts. Richtig, einer der Reagenzgläser. Mein Gott, wie lost. Yo, das ist ja gar nicht mehr zu Territorium. Mann. Erstmal einstellen. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Yo, die aktuellen! Oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Können wir so normal... Ne, wir müssen... wieder den Eingang nehmen, den wir genommen haben. Wo war der nochmal? Da oben. Ich glaube, jetzt verirre ich mich sogar, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ah ne, genau, das war ja nur rechts und links. So! Ich hab's gewusst! Aber ich muss sehen, was für Gegner das sind. Aber niemand ist eine potenzielle Gefahr. Ganz normale Gegner. So Leute, auf jeden Fall eigentlich mit George Floyd. Ich finde das richtig toll. Also, das ist also wer das weggekriegt hat. Ich hoffe einfach, dass sowas jetzt irgendwie in den USA gelassen wird, weil erstens ist übelst ungerecht und asozial gegenüber den Menschen, die das halt ja.
Ja, also es ist halt scheiße für die Menschen, die dort leben und die, die es halt dann auch abbekommen, weil sie können ja nichts für ihre Hautfarbe. Ja, das ist nicht so scheiße. Ja, weil das... Ja. Ah, ich weiß, wie ich das sagen soll, auf jeden Fall, Leute, der... Und besteht halt auch die Gefahr, dass halt ein Bürgerkrieg ausbricht, ne? Es kann halt gut passieren. Aber wir hoffen mal, dass es nicht so weit kommt. Naja, fixieren wir uns mal weiter auf das Spiel. So, hier war noch ein Fingerabdruck. Ist hier rausgegangen? Ist hier nach rechts gegangen? Ja, sind rechts gegangen. Hat auf dem Weg ein paar Leute zusammengeschlagen, oder was? Das ist ein Dude. Oh, wie komm ich denn? Keine Ahnung, Joker erzählt nicht von deinen Plänen. Sie sah recht sicher. Vielleicht muss es was kommen. Vielleicht, man sagt, er hat jemanden geholt, der sich um sie hört. Ham! Shut up, bitch! Vor allem Arkham, Arkham City können die Wachen wieder aufnehmen. Das wird nervig. Oh! Was? Man kann mit Abwehren auch den Finisher machen, das geht, lol. Weil ich gewusst, dass es geht. Attacken wir sie. Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Das sieht gesund aus. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Das wird wehtun. Für meine Güte. Ich liebe es einfach, das Spiel auszurasten und einfach nur Leute zusammenzuschlagen. Dann natürlich im richtigen Moment blocken. Das ist ja das Wichtigste bei solchen Spielen. Genau, wenn ich den einen paralysiere, macht natürlich der andere Stress. Haben. Herzlichen Glückwunsch! Was wir da nach uns machen, um die hilflosen Kaisern retten. Richtig. Ja. Dieses Treppenhaus runtergegangen. Verständlich, ich kann ja nicht einfach so runterspringen wie Batman. Oh, wie frustrierend! Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Was? Jetzt Zeitlimit, das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf. Tatsächlich. Wartet, baldig. Oh mein Gott. Einfach Zeitlimit, was? Das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf. Was? Und hier ist nicht mal... Hä? Eine Minute 30. Ja, wie soll ich denn hier... Wie komme ich hier durch? Es gibt ja keinen anderen Durchgang. Hä? Wo lang? Verdammt! War nicht so leicht, wie ich dachte. Glaubst du wirklich, dass ich dich die Treppe benutzen lasse? Ja, ich hab's gedacht, okay. Hedge. Hast du noch die ganze Ruhe, die wir in den letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern? Aha. Ach, sieht wichtig aus. Als ob wir das so runterjagen können. Wisst ihr, was ich meine? So durch diesen etwas leichteren Boden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das geht. Aber wenn ich hier jetzt nicht gleich zügig mache, dann befüllt sich gleich hier alles mit Lachgas. Oh, ich bin immer unter Druck, wenn es irgendwas mit Zeit ist.
Also ganz ehrlich, da hat man nicht leicht. 30 Sekunden. Was? Ich hoffe, die Rennerei hat ein schönes Kostüm. Nicht ruiniert. Alles gut. So, und jetzt einfach durch damit, oder wie? Tatsächlich! LOL! Beeil dich. Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken, als sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Doc Young. Geiler Name. Also ihre Fingerabdrücke beginnen ja hier, ne? Ja, genau. Und hier eine. Oh, sag mir jetzt nicht das. Doch! Geil, Blade! Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel! Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Sis? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Rette Dr. Young vor Sass. Heißt das, wir müssen jetzt wieder hier raus? Hatte Dr. Young im anderen Hüse. Ach, sie ist noch hier in dem Gebäude drin. Ah, hab ich schwieriger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So. Wo ging es hier nochmal raus? Wir haben ja den ganzen Boden zerstört, Digga. Hör doch auf, so zu brusten. Ist so Coronia oder was? Perfekt. Ach nee. Nee, ach, deswegen war die Karte auch weg. Warum Scarecrow? Wahrscheinlich, oder? Holy shit. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zu Alfred. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Das ist die Milton. Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Deswegen war die Karte auch weg. Jetzt so. Ganz ruhig, Lady. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe ihnen was. Oh, Daddy! Tom! Oh Gott! Oh Gott, Tom! Bleib sie still, Lady. Ruhe jetzt. Her mit dem Perl. Gehen Sie weg von mir! Lauf! Mami! No! Mama und Papa. Holy shit. Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft's.
So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Ist der Kopf nicht ein bisschen zu groß? Achtung, ganz allein. Das kann auch Geld bieten. Ist eigentlich gerade gar nicht lustig, aber der Kopf ist viel zu groß. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Oh Gott. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Trotzdem da hinten so bleibt. Na, natürlich! Warum denn kein Scarecrow-Level? Was versuchst du anzustellen? Okay, Leute, das Scarecrow-Level ist... Du hast versagt. Jetzt leide. Eindeutig schwieriger als das andere. Wir sind halt immer noch unter dem Bann von Scarecrow, seinem komischen Giftgas. Ich dich, oh mein Batman. Gott, ich bin so... Ich weiß, dass du da bist. Jetzt weiß ich also nicht Strahl hinterherlaufen, sondern... Du hast versagt. Jetzt leide. Also hier brav Strahl hinterherlaufen. Und hier Strahl hinter sich lassen und bloß nicht erwischen. Hä? Bist du ja. Junge! Batman.
Mal gucken, was passiert, wenn ich einfach die ganze Zeit hier stehe. Jetzt passiert natürlich einfach nichts. Bruder, also jetzt mal ohne Schisch jetzt so. Und am Ende der Furcht, das ist ja, nichts gemacht. Obwohl, eine Idee habe ich. Bleib ruhig, das tut nicht weh. Dem, 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 weil das so auffällig aussieht, mit einer Badclaw da zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Sieht der das eigentlich, wenn ich viele drinne? Da muss ich nur noch im richtigen Moment drauf. Bist du? Hä, muss ich drauf oder dahinter? Guck mal, dass ich dahinter muss. Schätze ich. Warum nicht gleich so? Ja, diesmal eindeutig den Strahl hinter mich lassen. Logisch. Jetzt kommt er weg. Also Leute, ich glaube, das hier wird einer der eher längeren Parts. Aber ist ja auch nicht schlimm, oder? Was tut denn das jetzt? Was auch immer das wird. Ob es mir gefällt, ist eine andere Sache. Da bist du ja. Trotzdem, Leute, würde ich mal an der Stelle sagen, dass ich einfach so einen Cut in der Aufnahmesession mache. Also einen Cut in der Aufnahme hier und wir versetzen da diesen Teil jetzt noch in den anderen Part. Deswegen würde ich sagen, freut euch auf den nächsten Part. Wir sehen uns hier an der Stelle im 9. Part von Batman Arkham Asylum. Yo Leute, willkommen in meinem Outro. Und zwar ist das jetzt mein Outro, wo ich erzähle, was in dem Part und so passiert ist. Ja, der Part war cool. Wir sind jetzt bei Scarecrow's Albtraum. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao.